So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Blaze Black Nuzlocke Challenge Part. Sucht euch aus. Ja, der letzte Part ist abgeschlossen. Part 18. Es ist eine lange Zeit vergangen. Ich habe auch seitdem nicht mehr wirklich aufgenommen. deswegen muss ich jetzt halt ein bisschen nachlegen. Deswegen, ja, es hat sich nichts am Team geändert. Es ist genau derselbe Stand wie zu dem zum aktuellen Part, den ihr gesehen habt. Andererseits habe ich aber auch noch eine Sache, die ich erwähnen muss, bevor wir hier das Ganze beginnen. Und ja. Und zwar geht es um die aktuelle DPCL. Momentan läuft sie ja in vollen Touren. Und eigentlich ist derzeit Spieltag 9 angesagt. Und wer vielleicht schon mitbekommen hat, Spieltag 8 ist nicht online gekommen. Das liegt daran, weil ich momentan Probleme habe, mit OBS aufnehmen zu können. Das Spiel hier, so wie wir es jetzt sehen, Blaze Black, das funktioniert. Aber ich kann über OBS momentan nichts anderes aufnehmen. Was mit Internet, Explorer, Showdown, blabliblub zu tun hat. Und ich kriege auch die ganze Zeit hier so eine komische Meldung, meine Codierung ist irgendwie eventuell überlastet. Das werden wir dann sehen. Also falls dieser Part wirklich so ein bisschen laggy sein sollte, verzeiht es mir bitte. Ich hoffe, es ist nicht der Fall. Und wir kommen hier einigermaßen glimpflich durch. Die Kämpfe werden wir natürlich weitestgehend überspringen. Bis auf die Trainerkämpfe, weil die hatten wir noch nicht. Und den bin ich in der letzten Folge, als ich noch was habe ich denn da vorher nochmal reingeschnitten? Wie nennt sich das nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Das, was ich vorher nochmal reingeschnitten habe, die Grinding Session, genau. Wo ich ja nochmal unser Wutzassa gefangen hatte. Ja, da bin ich den Leuten ausgewichen, damit wir bloß halt nicht in die Kämpfe reinkommen, damit wir die halt auch wirklich für die Parts haben. Und ja. Die machen wir dann halt in dem Fall jetzt. Und gehen natürlich weiter, immer weiter, immer weiter. Und werden jetzt in die nächste Höhle gehen, wo wir hoffentlich einen neuen Encounter fangen können, mit denen wir dann endlich unser Kabutops hier unten anpassen können. Naja, aber das, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, es wird jetzt erst einmal demnächst, solange dieses Problem halt leider besteht, halt keine DPCL-Kämpfe online mehr kommen. Und das ist halt ein massives Problem, weil dadurch fällt halt wieder Content weg und ja, es ist halt, es ist bitter. Es ist seit 2 Wochen, ich krieg's einfach nicht weg. Und ich weiß nicht, also es ist halt echt dezent bescheuert. Ich weiß auch nicht, wie ich das alles betiteln soll und es ist halt einfach extrem nervig. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir hier damit ein bisschen zurechtkommen. Und ja, dann gibt es halt erst einmal demnächst nur Blaze Black Nuzlocke. Vielleicht bringe ich demnächst dann als kleiner Mini-Ersatz ja, vielleicht DBD wieder, aber das ist halt so dann auch wieder die Sache, wollt ihr das überhaupt? Wollt ihr DBD wieder haben oder nicht? Weil ich kann natürlich hier DBD natürlich wieder bringen. Das wäre für mich jetzt nicht das größte Problem. Ich mache meine Killerrunden, nehme sie auf und lade sie hoch.
das wäre ja nicht das größte Problem. Ja. Magneton. Was haben wir hier? Wir haben Aquajet Enduro, okay. Gegen Magneton habe ich nicht wirklich viel. Was habe ich? Nein, ich will die Moves checken. Okay, er wäre auch keine gute Wahl. Dann gehen wir auf Jivey, weil Jivey ist, glaube ich, das einzige Pokémon, was überhaupt... Nein, auch nicht. X-Attack. Nee, wir haben nix. Wir haben absolut nichts dagegen, wobei... Drache? Bin von Shine Resisted, okay. Autsch! Oh, das war ein Crit. Okay. Aber wir machen halt guten Schaden, weil Magneton halt speziell defensiv nicht wirklich gut aufgestellt ist. Das ist in Ordnung. Electrode. Ich glaube, da bleibe ich mal lieber drin mit dem Leaf Blade. Sollte das eigentlich ganz gut hinhauen. Jo. Oh, Static. Das ist natürlich blöd, dann müssen wir uns gleich heilen. Politoad? Da bleibe ich erst recht drin. Es sei denn, du hast... Oh mein Gott. Ich hatte gerade Angst, dass es abgangsbunt ist. Oh mein Gott, dann wäre jetzt Jivey weg. Oh mein Gott, stellt euch das mal vor, irgendwann kommt irgend so ein Vieh mit abgangsbunt an. Oh, scheiße. Bitte nicht, bitte lass dieses Szenario nie kommen. Was ist das eigentlich? Achso. Paralyze Heal. Okay. Ah, komm, wir nehmen eine Kuhmilch. Warum denn nicht? Wir haben es ja. Oh, in die bin ich dann wohl doch schon reingerannt. Naja, ist ja auch nicht so dramatisch. Ich glaube, wir brauchen nicht wirklich trainieren hier in dem Fall. Intimidate, jawohl, weiß ich. Ich würde dann mal sagen, dass wir einfach weitergehen. Jetzt wird wahrscheinlich doch gleich ein Kampf kommen. Ah, okay, gut, mein Mikrofon schlägt doch leider aus, wenn ich auf der Tastatur rumtippe. Es tut mir leid, leider ist mein Setup immer noch nicht aktuell. Aber ich habe da was in Aussicht. Ich werde jetzt hier ein bisschen auf jeden Fall an meinen Aufnahmeplatz ein bisschen rumarbeiten, weswegen halt eventuell Folgen nicht so ganz regelmäßig kommen werden. Also falls ihr mal so einen kleinen Abcutter seht, dann wisst ihr, dass ich zu dem Zeitpunkt halt alle Hände voll gerade zu tun habe, um das Setup zu verbessern. Denn ich will mir halt einen neuen... Ja, ich brauche halt allgemein hier einen neuen Schreibtisch. Meiner ist zu klein, man merkt, ich habe hier kaum Platz. Deswegen hat man immer hier die Tastatur im Hintergrund. Was nicht gerade fein ist. Und ja... Deswegen... Neues Setup. Und ja, ich hoffe mal, dass ich dann hier ein bisschen mehr Platz habe, ein bisschen mehr Freiraum. Dass wir das da so, ich das hier ein bisschen besser regeln kann. Und dann auch ein bisschen mehr Bock habe, vielleicht wieder mal aufzunehmen. Weil so ist es halt immer wieder ein bisschen blöd, weil ich sitze hier auch extrem unangenehm. Ja, ich weiß, mi und so ein Zeug, aber... Nick. Naja, aber das Wichtigste, was ich sagen wollte, ist jetzt halt getan. Momentan gibt es halt erst einmal leider keine... ja... Oh, ich bin gescarft, okay. Stimmt, da war ja was. Genau, also... Es gibt natürlich jetzt in dem Fall dann keine Aufnahmen mehr von Showdown. Eigentlich wollte ich auch dementsprechend wieder mal... ja, eigentlich einen Stream raushauen. Das wird ja aber jetzt leider bekanntlich nichts, weil ich halt das Problem immer noch nicht in den Griff bekommen habe. Und das ist halt... das ist halt nervig.
Aber gut, wir sind hier für die Blaze Black Nuzlocke und nicht für meine anderen Probleme. Deswegen gehen wir es an. Gehen wir es einfach an, Leute. Gehen wir es an. Okay, noch ein Encounter. Ich hasse Encounter. Also jetzt in dem Fall hier, weil die nerven. Das Problem ist halt leider dann auch wiederum Sachen, die ich eventuell noch bringen wollte. Ich wollte eigentlich auch hier, bevor ich den jetzt hier gleich weiter sabbeln lasse, ich werde jetzt erst einmal die Textbox beenden. Was ich eigentlich auch noch machen wollte, war eigentlich so ein React auf die Nintendo Direct mit Pokémon Schild und Schwert, was halt so meine Meinungen dazu sind, aber ging halt wieder nicht. Jetzt muss ich mir halt ein bisschen was anderes drüber überlegen und ich denke, es wird demnächst nochmal kommen, wahrscheinlich mit dem nächsten Update, was wir bekommen, wird es dann halt auch nochmal eine Zusammenfassung geben, weil momentan bin ich mir noch unsicher, was ich von dem Spiel halten soll und deswegen will ich lieber die nächste Direct abwarten, bevor ich da irgendwas hochlade, was dann vielleicht falsch verstanden wird. Naja, aber eventuell werde ich dann sowas auch mal bringen. Ganz eventuell. Denn es geht ja auch um uns, ne? Weil die nächste Generation will ich ja eigentlich auf YouTube bringen. Aber dafür muss ich dafür das Setup erst einmal haben. Und dieses will ich mir jetzt nach und nach langsam besorgen, denn November ist nicht mehr weit hin, Freunde. Ne? Aber gut. Wir sind jetzt hier vor der Höhle mit dem Galventula-Netz. Und das... Nicht das Rabigator, aber halt das Pokémon von Turner macht uns den Weg frei mit dem Bulldoze. Und jetzt haben wir endlich die Bulldoze. Das finde ich schön. Was ich aber noch schöner finden würde, wäre, wenn wir Surfer bekämen. Denn Surfer wäre hier absolut geil. Das könnten wir dann mit Pelipper geben und dann könnten wir nämlich in die Höhle rechts neben uns nämlich auch nochmal. Ach du Scheiße. Okay, warte. Komm, für den Fall der Fälle, wir liegen mit dem Ding. Verbrauche ich meine Mut-Tränke? Nein, ich habe noch Potions, okay. Dann verbrauche ich die Potions lieber. Oh, bitte will nicht kämpfen. Och, scheiße, das Finstrio. Komm! Okay. Mein Lord, wir haben ihn dir mitgebracht. La 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 la. Ach, okay. Will der nicht kämpfen? Okay. Warum gibt uns kein Surfer? Ich will Surfer haben! Da war eben gerade... Oh nein, wir hätten hier was Cooles bekommen können aus dem Sand. Ja, wenn man sich berührt, bewegen die sich. Kriegen wir jetzt Surfer? Ich bin's, Dr. Jupiter! La 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 la. Lucky X! Lucky X! Okay, damit kann ich auch leben. Okay, unser Encounter ist... Das ist absolut cool. Aber wie wollen wir das Ding schwächen? Wir haben nichts. Das will nicht drin bleiben. Zumindest nicht so.
Was ist, wenn wir auf Futsasa gehen und Toxin drücken? Autsch. Stunspur. Das geht auch. Ich glaube sogar in dem Fall besser. Go, go, Paralyze! Und das Giga Drain. Ich hoffe, das killt nicht. Das hat so viel Schaden. Aber wir sind ja auch ziemlich overleveled in dem Sinne. Aber braucht Joltik nicht eigentlich nur noch ein Level, damit es sich entwickelt? Okay, wir haben's. Sehr schön. Oh, warte mal, am Ende dieser Höhle wollte doch, glaube ich, N kämpfen, oder? Ich erinnere mich da irgendwie an sowas. So, wie wollen wir dich denn nennen? Wie hieß diese komische Spinne in Harry Potter? Hallo, ich will was suchen. So, lalalala, nein, ich will die Cookies ablehnen. Freed. Hieß er Freed? Ich glaube, der hieß, oder? Ach komm, wir nehmen die Akromantula. Wir nennen es Akromantula, okay? Techno. Mantula, achso. Nicht Mantula, sondern Mantul. Akromantul, okay. Ist doch mal ein lustiger Name, oder etwa nicht? Tut mir leid, dass es jetzt so lange dauert hat, Leute. Gut. Wir haben einen, Och, komm schon, wir hätten hier einen Steurer kriegen können. Das ist doch jetzt nicht dein fucking Ernst! Wieso kriegen wir so coole Sachen nie? Ah! Kommt's schon wieder an. Na gut, vielleicht finden wir ja coole Items. Ja, okay, Magnetilo brauche ich jetzt nicht unbedingt. Magnemite. Mhm. Oh, komm, wirklich, jetzt jeder zweite Schritt? Ja, cool, ein Kassador. Hätte ich auch gerne gehabt, by the way. Aber dann hätten wir schon ein drittes Pflanzen-Pokémon. Nee, dann doch lieber nicht. Ah, so ein Steuerrad wäre cool gewesen. Ach, Leute. Ah, Klick wäre auch cool.
Aber wir werden jetzt einen Scheißschutz benutzen. Ich hoffe, ich habe noch welche. Backpack, Rucksack, Rucksack, Backpack. Yay! Ha, 6 Lucky Eggs. Läuft. Repel, wir haben nur normale Repels. Oh Gott, scheiße. Paralyze hier, okay. Ich gehe da oben lang. Hier oben sind noch Items. Heal Bell, okay. Na, 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 na. Nein! Ah, fuck. In den wollte ich jetzt nicht reinlaufen. Oh Gott! Das wird eklig, wenn er nur Drachen-Pokémon hat, ne? Eieiei, Hilfe. Ah, okay, er hat nur 2 Pokémon. Wir machen den Fire Punch. Witzeres ist aber ganz ehrlich, es ist ein Milzer. So hieß das Vieh. Ein Dragonier! Ein Dragonier? What? Das könnte den Fire Punch überleben, oder? Mit einer Aqua Tail, nein! Hui! Da reicht einfach unsere Power erstmal nicht. I see. Ja, ich sehe auch sehr vieles, aber nicht das, was ich sehen wollte. Gab's hier nicht ein Item? Gab's ein Item? Ich stehe genau drauf. Okay. Oh, da hinten ist noch was. Das benutzen wir gleich wieder. Ich will erst einmal heilen. Heilen ist jetzt hier die oberste Devise. So. Zack. Ich werde jetzt hier nicht definitiv nicht jeden einzelnen Gegner herausfordern. Repel worked off. Kriegen wir jetzt Surfer? Natürlich nicht. Okay, da komme ich nicht ran. Was soll der hier? Der will kämpfen. Oh, du Scheiße. Warum steht er an so einem komischen Ort, um zu kämpfen? Bronzong. Sei fucking ernst, ein Bronzong. Okay. Wir haben Bonnie. Bonnie mit einem Fire Punch. Jo, das Ding hat Schwebe. Okay. Puh. Au, okay, da haben wir mit dem Vieh keine Chance. Wir gehen auf Hutsasa, damit das Ding das Vieh vorwegklatscht. Giga Drain. Ah, sturdy natürlich. Curse, okay. Von mir aus. Mach dich halt langsamer. Wir machen noch einmal den Giga Drain. Oh.
Anderson Rede kann schneller als Musasa auf Level 50. Läuft. Naja, egal. Vielfach effektiv, tschüss. Really? Ne, Level Attack wäre richtig cool. Aber okay, wir haben einen Wattzapf. Was wir zu einem Galventula machen können, was eins meiner Lieblings-Pokémon aus dieser Generation hier ist. Galventula ist wirklich sehr, sehr gut. Aber wenn man so bedenkt, was man sonst hier so haben hätte können, ah, doch, es gibt besser. Sehr viel besser. Ah. Dafür mussten die mich jetzt hierher schleppen. Für einen Weg, den ich selbst gehen kann. Ich will die Rappels sparen. Ein bisschen. Ich meine, wir haben jetzt nur noch zwei, ne? Und der husche ich mal so vorbei. Ich habe jetzt nicht die Lust, wirklich gegen jeden einzelnen Trainer hier zu kämpfen. Wir sind sowieso schon overlevelt. Bis zum geht nicht mehr. Den falschen Stein. Ja, ich weiß. Zack. Und Iron, okay. Aber ich mag die Höhle. Ich mag ja Elektro-Pokémon allgemein. Diese Höhle erinnert mich halt immer wieder daran. Die Nugget Brothers! Er gibt mir ein Nugget. Kann ich gebrauchen. Und der andere gibt mir ein Nugget. Kann ich gebrauchen. Als ob es jetzt Rupirus gibt! Was? LOL! Okay, gut, damit hätte ich aber genauso wenig anfangen können. Aber es ist überraschend, dass es hier ein Zubiris gibt. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Ich mach den Repel wieder rein, ganz ehrlich. Repel, Dowsing Machine. So. Was? Paralyze hier, okay. Was gibt's hier? Das war ein Item mit dem HP ab, okay. Das hier gab's mehr. Ah, das ist der Eingang. Warum ist jetzt hier unten die Musik anders? Liegt das daran, weil wir jetzt im Untergrund sind? Oh nö, Team Plasma. Okay. Um die Typen kümmern wir uns dann im nächsten Part auf jeden Fall. Was? Oh. Wow, ein Revive hier mittendrin. Ah, den hier nehmen wir noch mit. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part an der Stelle und nehmen uns dann Team Plasma im nächsten Part vor. Und dann haben wir halt in zwei Parts diese blöde Höhle endlich auch beendet. Reuniclus? Das Ding hätte ich auch gerne, Mann! Mein Team ist so... Yeah! Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber es ist auf jeden Fall nicht cool. Es geht definitiv besser. Wir gehen auf Jivey.
weil wir rein gar nichts haben, was wir in ein Reuniclus rein switchen können, was genauso einfach nur absolut nervig ist. Oh, ne. Really, Nigga. Njaka. Wow, wir machen kaum Schaden. Wir machen jetzt den Leaf Blade, der Step. Okay, gut, Dragon Breath. Puls ist es auch. Okay. Ah ja, wir kommen auf einen Level höher. So, und der Guy hier, der heilt uns. Und der heilt uns nicht nur einmal. Der heilt uns jetzt jedes Mal. Aber gut. Der Schutz hört auf. Wir bekämpfen noch das letzte Pokémon, indem wir fliehen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu übel, dass die DPZL erst einmal nicht mehr kommen kann. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, es hat sowieso keine Sorge geguckt, also von daher ist es jetzt eigentlich auch egal. Aber trotzdem, ich will es ja trotzdem erwähnen. Und... oder war es die Nuzlocke? Ach, ist ja auch egal, scheiß drauf. Ich ziehe hier jetzt alles durch, egal wie die Klicks sind, ist es mir egal. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin verabschiede mich, macht's gut und bye bye.